Hi liebe Leute, Dokkan Battle hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und ihr seht es richtig, Ella Gohan ist auf dem Bildschirm. Ich habe ihn gezogen mit den 10 Tickets, die wir bekommen haben. Ich war überglücklich, insane. Ich habe es leider nicht auf Kamera, leider nicht auf Video, denn sobald ich 10 Tickets hatte, wollte ich nicht zögern. Und es hat geklappt, insane. Komm schon, lass uns auf jeden Fall noch ein SS-Egg, ein SS-Egg, ein SS-Egg. Ja, was? 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 Apropos Bardock, jetzt ist halt das, guck mal, wir kriegen ein LR garantiert. Aus den LR habe ich kein LR Cert, kein LR Bojack und kein LR Super Saiyan 3 Goku auf Global. Das ist die Sache. Ey, ein Featured! Die LR sind nicht Featured. Wir kriegen ein LR und einen Dokkan extrem Charakter, eigentlich. Nach der Logik! Gotku? Oh my god, Uranio! Was sagt ihr? Welche Elle wird kommen? Was prediktet ihr? Elle Bojack wird zu krank! Elle Bojack! BD, sag ich! Jetzt kommt Tai, wenn Thales kommt, ohne Chance. Also, wenn er eigentlich gut sind und Trunks, ist das meine Featured? Die Elle sind halt nicht Featured im Featured Slot. Ey, ich warte gerade. Guck mal, das Gestörte ist auch, wenn man weiß, man zieht was und man wartet drauf, bis das aufpoppt. Wir sind schon ganz am Ende. Es ist nur der Elle mit. Was? Goten und Trunks haben. Ach, sind auch Featured. Oh Mann, ganz ehrlich, ich wusste, dass ich Gohan ziehe. Oh Mann, Alter, warum reg ich mich auf? Ich reg mich nicht auf, ganz ehrlich, aber. Gohan, habe ich einfach zwei Dupes. Ich wusste, dass ich den ziehe, ganz ehrlich. Der Junge, der verfolgt mich links und rechts, obwohl ich den nicht sehen will. Was geht ab, Manusifighter, Oseria, und heute zum Showcase mit meinem ersten Summonable LR auf 100%. Es ist unser Boy LR Gohan. Bevor wir damit loslegen, vielleicht mal eine kurze Stellungnahme dazu. Warum habe ich mich über die letzten Dupes eigentlich nicht so sehr gefreut? Da bin ich ganz ehrlich zu euch, Freunde. Mir reicht es, wenn ich bei einem LR zwei Dupes offen habe. Natürlich reicht es mir erst, wenn ich einen LR ziehe. So ist nicht. Ich weiß, wir reden hier gerade über First World Problems. Aber wenn ich zwei Dupes bei einem LR habe, dann bin ich damit auf jeden Fall zufrieden. Vor allem bei einem LR, dessen TOR-Version nicht verwerten kann. Denn, jetzt sehen wir mal an, ich ziehe noch einen LR Gohan irgendwann. Und dann liegt er da einfach rum. Ich weiß, es sind First World Problems. Klingt ein bisschen arrogant, aber da bin ich einfach ehrlich zu euch. Dennoch freut es mich natürlich, irgendwie dann doch hier meinen ersten LR auf 100% bringen zu können. Und noch umso schöner, dass es sich dabei um LR Gohan handelt. Denn LR Gohan war mein allererster LR überhaupt. LR Gohan, damals auf der japanischen Version habe ich ihn gezogen, als allerersten LR aber. Und auf der globalen Version habt ihr es gesehen vielleicht, das war, aus welchen Tickets waren das, wenn ihr das nicht wisst, das war aus den Tickets vom damaligen Jubiläum, als man die Free bekommen hat, also zum Zweijährigen und er in dem Ticketbanner war. Da haben wir die letzten Tickets bekommen gehabt und dann konnte ich ihn quasi. Ja, er hatte ich das Glück, mit den Tickets ihn zu ziehen zu können. Da gab es nämlich einen Fehler und mit dem Fehler haben wir dann nochmal Tickets bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und so hatte ich den dann einfach gezogen gehabt und direkt meinem Boy
Und natürlich schaut euch das ganze Video und natürlich widme ich das Video auch meinem Boy Arnski. Grüße gehen raus an dich! Ist nämlich sein Lieblings-Ele hier, sein Lieblings-Wadi Ele Gohan an sich oder an sich auch an jeden Ele Gohan oder Gohan-Liebhaber, sage ich mal. Denn, ja Freunde, was soll ich sagen? Ele Gohan auf 100%, kann ich mehr reden. Wir gucken uns erstmal uns an und dann gehen wir rüber zu seinem Showcase und ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Auf 100% ist er das in seinen Sets, Freunde, angefunden. HP sind über 20.000, wirklich sehr insane. Leader Skill kennen wir bereits in Krack, den gibt er Key plus 3, HP Attack 90%. Mit der ersten Ulti macht er mega Colossal Damage, mit der zweiten ebenso und erhöht seinen Angriff stark für eine Runde. Einziger Eller, der mit auf beiden Super Decks mega Colossal Damage macht, deswegen bin ich bei ihm auf 12 Crit, 9 Additional Attack. Maximum wäre eigentlich 15, Level 15 Crit. 6 Additional Attack, aber ich habe mich da ein bisschen mehr für Additional Attack entschieden, eben weil LR wissen wir, wenn sie eine Additional Attack machen und diese eine Super Attack wird, dann machen sie immer die erste. Und eben weil er da Mega Colossal drauf hat und nicht wie alle anderen LR Colossal, außer Majin ist umgekehrt, aber der ist der Einzige, der beides mal Mega Colossal Damage hat, habe ich ihnen dann quasi ein bisschen mehr Additional Attack gegeben. Links sehen wir an der Stelle Super Saiyan Gaze of Respect Kamehameha. Prepare for Battle Shocking Speed 4 ist Battle Legendary Power. Super Saiyan ist, was den Angriff Boost gibt, 10% Gaze of Respect während Key plus 2. Kamehameha auch ein bisschen Angriff Boost. Prepare for Battle Key plus 2, Shocking Speed Key plus 2, 4 ist Battle 15% auf den Angriff und Legendary Power. Wenn er einen Super Attack startet, 5000 auf den Angriff. Für Breed Saiyan Full Power ist er momentan in den Kategorien vertreten auf Global. Dementsprechend werden wir. Das ganze Video wird sich heute nur um ihn drehen. Wir werden ihn in diesem Team showcasen. Full Power Team, logischerweise ist es höchst, was aktuell mit ihm geht. Ich werde ihn in einer Rotation haben mit Broly. Dort bekommt er Legendary Power, Super Saiyan 4 Battle, Prepare for Battle. Ist auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Denn, das haben wir jetzt total vergessen anzugucken, durch seine Passive kommt er auf jeden Fall selbst zurecht. Die Ele Gohan haben, wissen, der Boy kommt absolut selbst zurecht. Für jeden Key, den er einsammelt, bekommt er 18% auf den Angriff. Und zusätzlich, jedes Mal, wenn quasi seine Key durch ein Keyster erhöht wird, bekommt er zusätzlich Key plus 1. Also für jeden Key, den er einsammelt, bekommt er Key plus 1 drauf. Und deswegen kommt er wirklich sehr gut zurecht. Und wir werden auf jeden Fall oft sehen, dass er ultra super attacken wird. Ja, wie gesagt, mit Broly in einer Ultra halten wir ihn, ist das Nötigste gedeckt. Dann haben wir hier Vegito als Supporter noch. Wir haben Bardock als Orb Changer. Und wir haben diesen Goku hier, sollte aus dem Alternative sein. Der gibt jedem verbündeten Attack mit der 25%, wenn die HP 30% und drüber sind. Zusätzlich hätte er noch Kamehameha für unseren Boy Ele Gohan. Heißt, so das beste Szenario, was wir heute kriegen könnten, wäre Ele Gohan Broly in einer Rotation und dann noch quasi unserem Boy, der jeden Boost durch die Passive gibt und dann noch zusätzlich Kamehameha, wobei das eigentlich nicht so wichtig ist, heißt sowohl, also sogar mit Vegito wäre es eigentlich ein sehr gutes Szenario oder das beste Szenario in meinem Setup, indem ich quasi Vegito zuerst angreifen lasse, damit er seinen Angriff durch die Super Attack erhöht und durch die Passive bekommt er so oder so einen Boost. Lange Rede, kurz, ich würde sagen, wir packen das Team an und gehen in ein Event und testen unser Boy auf jeden Fall mal. Und apropos, bevor ich das vergesse, nachdem wir das gemacht haben, werden wir auf jeden Fall mit Gohan noch nuken, denn das ist eben das, was er eigentlich hat. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Freezer. Ist wirklich ein sehr schönes Event für unseren Boy. Wie heißt der Dackel? Ele Gohan natürlich, nicht Dackel. 100% Ele Gohan musst du auf jeden Fall wertschätzen. ja, wir sind im Event von Freezer, haben überwiegend Typenvorteil. Wir kämpfen gegen Extreme Tech Charakter, heißt der Super Multiplayer zählt noch auch ein bisschen dazu. Und das Team dreht sich komplett um Ele Gohan. Also wirklich, normalerweise spiele ich Ele Gohan natürlich in einem anderen Setup. Ich habe jetzt so gesehen keine Zeit der gescheiten Rotation. Also natürlich funktioniert das, aber normalerweise ist das Setup ganz anders. Ich habe jetzt komplett Supporte mit reingenommen, die Hauptsache Super Tech Charaktere sind, damit wir da ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben können mit Ele Gohan und gucken können, was da drauf hat, wenn die Jungs natürlich hier langsam machen. Dennoch sind wir hier. Das ist schon mal gar nicht mal so schlechtes Szenario. Wir machen das mal so. Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich Vegito raushauen sollte oder nicht, aber wir lassen mal Vegito hier. Denn, oh mein Gott, 640.000 angefahren wir jetzt schon. Allein dadurch, dass wir so um... Ja, da waren schon viele Keysos nicht, aber wir haben gute Key eingesammelt. Und an sich ist auch so, am besten achte ich einfach darauf, dass Ruan gut Key einsammelt. Auf was kommt jetzt auf dem Radar, darauf bin ich gespannt. Denn 4,4. Denn selbstständig gibt er sich quasi 18% pro Key, den er einsammelt. Und für jeden Key, den er einsammelt, zusätzlich Key plus 1. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ich mich recht entsinne, das wurde damals oft gefragt und ich habe es damals getestet. Wenn ich mich recht entsinne, dann läuft das folgendermaßen. Nehmen wir mal an. Moment, wie machen wir das? Ah ne, Broly muss raus. Broly muss in die andere Version, bitte. Ah, ich wollte Broly vorher eigentlich raussortieren. Ich depp. Egal. Nehmen wir mal an. Machen wir das Ganze mal so, Moment. Und Broly soll nichts machen. Nehmen wir mal an, Gohan sammelt ein Red Orb. Das ist nur einer, okay? Wir zählen jetzt nur mal einen. Dann bekommt er natürlich, weil er ihn eingesammelt, Key plus 1. Und weil er quasi ein Orb eingesammelt hat,
noch ein Key plus drauf. Also bekommt ihr von dem quasi zwei Key, logischerweise. Die Frage war aber immer, was häufig drauf kam, wie ist es dann, wenn er ein Int-Orb einsammelt? Denn wir wissen ja, wenn ein Charakter denselben Typus von Orb einsammelt oder Keysphere, nennen wir es mal Keysphere, dann bekommt er zwei. Richtig. Gohan in dem Fall, wenn er ein Int-Keysphere einsammelt, bekommt er zwei. Aber es ist ja nur ein Int-Key, also nur ein Keysphere, den er eingesammelt hat, also bekommt er darauf noch Key plus 1, also wären das drei. Und nicht dann quasi 4, weil es dann doppelt zählt. Nein, es ist dann quasi nur für jeden Keysphere. Genau. So, hier, oh, okay, sehr schön. Warum? Jetzt lassen wir erstmal Super-Bilito super-attacken. Okay, wir bekommen hier ein bisschen Anzahl an Orb. Wir nehmen mal die roten. Aber ihr merkt schon, er ist wirklich sehr gut mit Key gedeckt. Wir haben auf 600.000, okay. Super-Bilito, Super-Bilito sagt, Bilito super-attack zuerst. Erhöht Angriff und Verteidigung, Angriff um 25% für eine Runde von jedem Verbündeten. Waren das 25%? Ich hab's vorhin reingeguckt. 4,3, okay, 4,3. Ich hab vorhin reingeguckt und wieder vergessen, so, keiner weiß. Ja, egal. Aber ihr merkt schon, also, das ist ein richtiger Powerhouse. Der tut den gerade die ganze Zeit One-Shotten. Natürlich, wir haben Typenvorteil, war aber beabsichtigt. Aber genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich Schluss gemacht habe vorhin. Aber ich spiele natürlich in anderen Teams. In anderen Szenarien. Warte, wir machen das Ganze mal so. Nee, macht, passt. Aufpassen, ne? Ihr merkt schon, die anderen Charaktere bekommen übel viel Schaden, vor allem die Super Tech Charaktere, die bekommen nur 90% von Full Power Goku, also von einem. Und genau, was wollte ich sagen eigentlich? Achso, ja, jetzt wenn ich mal drauf zurückzusprechen kommen darf. Ja, ich spiele eigentlich in anderen Team Setups. Das Team dreht sich halt wirklich nur um ihn mit den Supportern. Hybrid-Zen kann man auf jeden Fall spielen, aber in einem Full Power Team mit LR Broly in der Runde ist das auch sehr gut. Legendary Power, Super Saiyan. Prepare for Battle, das reicht schon, das reicht alle Male. Seine Angriffslinks, die wichtigen, sag ich mal, sind getriggert und gut ist. Und genau, auf die Rotation bauen wir quasi auch noch auf. Für das Szenario jetzt haben wir bereits, sehr schön. Und zwar, oh mein Gott. Wisst ihr, was ich gerne machen würde? Ich setze einen drauf. Ich lasse wieder Vegito super attacken. Erhöht um 25%. Vegito muss mir aber gute Orbs da lassen. Gute und viele. So gute und viele sind das leider nicht, Vegito. So gute und viele sind das leider nicht, Vegito. Okay, nee, das wird nicht so viel sein. Das hätte eigentlich besser gehen können. Aber macht nichts, nicht schlimm. Jetzt haben wir aber leider LR Broly raussortiert. Ist nicht schlimm, hoffentlich. Aber mit LR Broly würde ich ihn eigentlich in der Rotation lassen, so ist nicht. Aber jetzt nur 6 Showcase. Mal gucken, wie der das Ganze erhöht. Und natürlich, er muss viele Orbs einsammeln. Also am besten lässt er viele Orbs für Gohan da. Aber wenn du mal eine gute Anzahl an Orbs bekommt, dann ist er Trip. Viele spielen auch zum Beispiel Virus mit ihm in ein Team, obwohl Virus gar nicht in die Teams reinpasst von dem Leader-Skill. Es dient halt einfach nur dazu da, um so viel Orbs wie möglich da zu belassen für Gohan. Denn Virus ändert zwei Typen in einen Typen. Also zwei Typen von Ki, sagen wir mal, ich weiß nicht, was genau ist, sagen wir einfach mal physisch und Strength oder Strength von Int und die ändert dann physisch. Dann sind das sehr viele Orbs für Gohan, egal welcher Typus an der Stelle. Da, damit er damit das anfangen kann. Genau, Freunde, also wir haben echt schon viel gesehen. Jetzt das mit Vegito hätte besser gehen können. Wir hatten nicht viele Orbs, aber ihr merkt schon, sofern er viele Orbs einsammelt, wir hatten am Anfang 4,4. Da geht noch sehr viel mehr. Also ich will jetzt nicht quasi gucken, wie viel das Maximum ist. Oh, ich wollte mich eigentlich noch healen. Egal. Wie viel das Maximum ist, denn er ist ein Nuker. Da geht übertrieben viel. Was ich noch gleich machen werde, ist, nachdem wir, sag ich mal, in so einem Setup getestet haben, wo alles um ihn dreht, noch ein Nuke-Szenario zu zeigen, um zu gucken, wie viel kann der Boy nuken. Oder ja, das Maximum werde ich versuchen rauszuholen. Mehr oder weniger Maximum, da geht wirklich. Ist halt Nuke. Da müsste das ganze Feld in Int-Key sein. Sobald ein Rainbow ist und so, dann ist schon nicht das Maximum, mehr oder weniger. Aber da bin ich auch drauf gespannt, wie das nach dem Event, da werde ich nämlich jetzt in das Buhan-Event reingehen und ob wir dort in der Lage sein werden, ihn, also Buhan, zu one-shotten. Das ist auch ein sehr schönes Szenario, Freunde. Das ist auch wirklich ein sehr schönes Szenario. Wir haben zwei Supporter, Kamehameha, okay, zusätzlich. Aber wir haben kein Legendary Power, macht nichts. Wir haben hier 600.000. Ich kam mal offscreen, als wir ein bisschen getestet hatten, da hatte ich wirklich sehr viel ausbekommen. Auf 700.000 auf den Angriff und 5,5 auf dem Radar in diesem Team-Setup. War eine Aufnahme zuvor, sag ich mal. 4,3 hier an der Show, okay, nice. Sehr schön. Und der wird ihn wahrscheinlich auch one-shotten. Aber was, ganz, okay, er kam halt nicht dazu. Weder zu Additional Attack zu starten oder so, der hat die ganze Zeit one geschaut. Oder Crit hat er leider nicht gegeben. Aber ja, ihr könnt auf 15 Crit ruhig gehen, so ist nicht. Ich habe nur
bisschen wollte ich die Edge Attack mit erhöhen wegen der ersten Super Attack. Aber mit 15 Crit macht sie auf jeden Fall auch nichts falsch. Dann würde ich sagen, wir switchen mal ganz kurz in das letzte Szenario rüber. So, Freunde. Nach etlichen Versuchen, sei es einen Friend zu finden. Shoutout natürlich an jeden, der mir das zur Verfügung gestellt hat. An die ganzen Jungs, ich habe kurz angeschrieben, ey, könnt ihr mir bitte Beerus setzen als Seele oder Baby Vegeta. Vielen Dank dafür. Beim ersten Mal war Elegon aus Reduktion. Beim zweiten Mal hat sich Baby Vegeta direkt verwandelt. Beim dritten Mal, keine Ahnung. Beim vierten Mal, eskaliert. Und jetzt sind wir endlich mal mehr oder weniger in einem, naja, auch nicht so einem guten Setup, sage ich mal. Aber wir gucken einfach mal. Achso, by the way, warum sind wir nicht bei Buhan? Warum sind wir nicht bei Buhan? Ja. Keine Stamina mehr. So oft muss ich versuchen, die Szenarien zu kreieren. Wirklich an der Stelle. Wäre es einfach nur wirklich geil, wenn Dokkan. Also es wäre ein Dream für mich, wenn Dokkan irgendeinen Simulator raushaut, wo ich gewisse Bedingungen einsetzen kann, gewisse Szenarien bilden kann und dann da quasi sowas testen kann. Vorerst gebe ich mich damit mal auf jeden Fall zufrieden. Es ist wie gesagt nicht das Beste. Da gibt es natürlich ein bisschen mehr, wir hatten ein bisschen Tech Ops an der Stelle. Aber mit einem Nuke kann auch sowas hinzukommen, auch weit mehr. Freunde, ob so oder so, es reicht vorerst. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. So, ich habe mir den letzten Nerv, hat mir das gerade geraubt, wirklich. Ich saß da wirklich sehr lange drin. Aber ja, ja. Das ist einfach nur so eine Spielerei, sag ich mal, wenn man nuken will. Wir hatten ein Double Nuke Lead mit Beerus und Baby Vegeta, heißt pro Int-Orb, den der Charakter einsammelt, bekommt der 33% auf den Angriff. Wäre zum Beispiel relevant für das Hercule Punch Event auf JP. Auf Global ist noch nicht online. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht überarbeitet wird und noch früher oder später rauskommt. War wirklich nur eine Spielerei am Ende, um es mal zu sehen. Da geht wirklich weitaus mehr. Aber ihr könnt mich gerne wissen lassen, wenn ihr mal mit Elegon genuked habt, was hat ihr für Zahlen? Lasst mir in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Ganzen auf jeden Fall Like. Ich verabschiede mich, Freunde, vorerst. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich reden könnte. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.